Willkommen zurück bei einer neuen Folge Big Reacts, powered by OM. Heute habe ich den Tapsen neben mir. Grüße. In der 10. Folge, die Jubiläumsfolge, Leute. Und heute schauen wir Evil Geniuses gegen uns im Funspark Ulti. Jetzt schauen wir uns direkt mal die erste Szene an. Got rid of the B AWP there. There's no way that Searson's on that side of the map right now. So Temptation Station, Temptation. Ist ein guter B-Spieler, ja, das. Ja, ich weiß ganz genau, was ich gedacht habe. Oh fuck. Das ist alleine B, wir sind mal zu dritt am A. Der macht irgendwie 4 Kills. Eigentlich sterbe ich jetzt. Ja, bist du. Ja, geil. Verdient. Ja. Stark. Danke. Aber sicke Szene von John hat uns den Arsch gerettet. Gerecht. Das Cut. Ja, wir haben das Funspark Ulti Tournament gespielt, welches ein sehr großes Turnier war. Haben leider in der ersten Runde gegen das amerikanische Team Extra Salt verloren. Danach sind wir im Lower Bracket Run gestartet gegen Evil Geniuses. Und hier haben wir die erste Szene vom Centaurus gesehen auf das 2. Wie ich schon eben gesagt habe, dachte ich mir, oh scheiße, weil wir waren zu dritt am A. Und er war alleine am B und die werfen den Lurksmoke am B und die kommen B raus. Und zu der Frage nochmal zu Titi zurück, ob der ein guter B-Spieler ist, haben wir gerade gesehen. Ich denke, der ist ein guter B-Spieler. Der ist geil an Janus, man kann ihn immer alleine lassen. Er braucht auch kein Equipment, der braucht einfach eine AK und am besten eine gute Off-Angle-Pose und der destroyt eigentlich jeden. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall nice, Janus im Team zu haben. Ist immer da für ein paar geile Klatschrunden. So, dann schauen wir uns mal den nächsten an hier, Nils. Und dann 2-Klatsch. Ja, AWP. Geht er hier auf Jumpshot gleich? Ja klar, der macht ja auch einen, glaube ich. Echt? Ja, der killt ja den Jumpen jetzt mit der Bombe, glaube ich. Ach, das war Boom. Am nächsten Tag. Er hat vorher, einen Tag vorher den Typen auf Train so getötet, ne? Ja, genau, in der Leather. Und hier bleibt der cool. Aber nee, nicht zu cool. So cool. Jetzt aber. Ja. Geil, das ist gut gespielt, ja. Aber er hat einen Hit bekommen, oder? Ja, 16 AP. Nils auch sehr gute AWP geworden. Auch, es ist immer sehr gut, eine Second AWP im Team zu haben. Wir haben lang gerätselt, wie wir das machen und Nils hat sich da ein bisschen dazu breit erklärt. Und spielt ziemlich gut Balanced CS, würde ich sagen. Stimmt auf jeden Fall, der spielt eine gute AWP. Ist eine schwere Situation, handelt die Situation eigentlich ziemlich gut. Und wie Tizi schon sagt, es ist immer gut, eine zweite AWP zu haben. Vor allem auf das 2 zum Beispiel, ist eine gute AWP-Map. Ja, jetzt ist ein geiler Mann, ey. Echt ein guter Typ. Okay, Pistol. Ach, wie sieht das Mann, da habe ich gesagt, bitte springt doch jemand. Nee, oder? Doch. Da habe ich gesagt, jump, jump, jump. Achso, wo ich bin. Nachdem du gestorben bist, habe ich gesagt, jump. Das kann sein. Jump, jump. Guck. Jetzt habe ich gesagt, jump, John. Aber guck, jeder peekt so und free frag, free frag. Weil keiner möchte so mal rumjumpen. Ich wäre rumgejumpt. Wir hätten den gerefragt. Da werden, glaube ich, eh geschaut. Ja, aber wir hätten den gerefragt. Ja. So, John. Wissen wir nicht, ob John ist. Gerade ist noch vor und vor. Da steht's. Nee, steht nicht. Ach man, wir throwen hier fett, man. Also ich throw jetzt auf jeden Fall, du auch. Jetzt ich und jetzt Ja, war geil. Ja, der hat jetzt geil. Weil die Runde war ja vor knapp, weißt du, das waren noch 10 Sekunden oder so. Ja, klar. Aber warum hast du dich entschlossen, Base zu picken? Ich dachte, ja, ich time den, aber da war gar keiner. Aber ich bin doch hier, musst du noch nicht timen? Ja, links von dir. Dieses Duell links hier, das gewinne ich eigentlich oft, aber ich bin halt so weit rumgezogen. So. Mhm. Aber dann ist halt da, der macht halt dann die Runden safe so. Ja. Kann man auch unsafe spielen, ne? Weil er eh noch lebt. Klasse. Das ist gut, ja. Boah, wir verlieren doch eh nicht so viele Runden, deswegen ist es eigentlich egal. Wir verlieren eigentlich nie Überzahlsituationen. Nein, vor allem nicht Eco-Runden. Ecos vor allem nicht, ja. Direkt nächste Szene. So, 33 Situationen, Mitte raus. Starker Call, Ovo ist vor Wir beide am Leben, geil. Oh. Oh. Wichtig, easy frag, easy frag. One und two. Stark. Der Mann mit den Phantom. Schön. Ich weiß nur ganz genau, wie die Szene war. Gut, Molotov. Oh. Oh. Mein Gott, was passiert denn hier? One shot. Und? Ja, das gewinnt man immer. Geil. Aber ist nicht besser, Big Box zu gehen, Herr Losch? Ja, aber ich dachte, da kommt die Zeit rein. Bist du hier so? Hier und jetzt wollte ich eigentlich in der Longbox gehen. Aber eigentlich, Rechtstür ist auch nicht so schlecht. Ja, Rechtstür ist auch, aber ich meine vorher, im 1 und 2. Dass du an die Xbox gehst und dann times du Cutters, ja, times Cutters einfach. Ja, ist auch okay.
Geiler Stark, Team, schön aufgesprungen, ja, das war ja, ich war dick hyped. Ich bin auch sehr glücklich, siehst du? Ja, man, hab ich gesehen. Siehst du? Ja, das Turnier war geil, ey. Law of Nuke. Das Gesetz. Auch Eco-Runde, ne? Das ist ja Vorfall. One, two, two, John und Flo. Dann kommt der Schach. One, two, Stanislaw. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, okay, ist... Schwere Szene. Doch, die Bombe liegt. Ich glaube, das ist das Ding da oben. Ja, die Bombe liegt. Schwere Szene, hat kein Kit. Ja. Der macht einen Forceball. Kann überall sein. Gehen, ja. Kann passieren. Gute Szene. Kann selbst gar nichts machen. Nee, Stanislaw, gute ja. MacDan. Ja, auch bekannt für seine MacDan. Ja, genau. Vor allem auch Nuke. Ich wie gewohnt am Jumpen. Hast du Rampen gespielt, oder? Ja. Ja. Schlechte Pose. Oh. Ja. Nein! Mann. Und jetzt mal gucken, mal wie es Tizian spielt. Ach, Tizian, du spielst das so, Alter. Jetzt kriegst du hoch runter, hoch runter. Was soll ich machen? Gut. Was soll ich da machen? Soll ich einfach hochrennen oder was? Ich weiß nicht. Ich muss doch irgendwie lacken. Ja, aber hoch runter, das ist ja. Ja, soll ich hoch, wenn ich hochgehe, sterbe ich einfach. Ich ja, habe noch 1 AP. Und ich muss doch ein bisschen lacken. Ich lack doch gern. Ich weiß. Lass mich doch ein bisschen lacken. One and two klatsch mal wieder. Wir haben sehr viele One and twos verloren, geil. Ja. Bin ich auch ein bisschen vom Stuhl gerutscht gerade. Das war sehr knapp, ey. Stanislaw, ja, Stanislaw ist auf dem Klatsch. Oh, Tapschen mit Abel. Tapschen One and One. Ach, das ist Ach, die Runde, Mann. Scheiße. Ist das scheiße gespielt von mir. Ich hab den No-Zoom. Wenn ich wissen besser mit Abel bin, dann kill ich den, Mann. Ja, wir lagen 7-0 hinten. Ja, Mann. Wir haben 2-0 gewonnen. Ja, war ein knappes Game. 2x16-13. Haben zum Glück noch 2-0 gewonnen. Wir haben viele Runden gethrowt. Nee, nicht so viel. Wir haben schon viele Runden gethrowt. Nee, das war doch das sind nur die Clips. Das sind nur die Clips, ja. Da gibt es doch bestimmt noch mehr. Weißt du noch, was passiert ist so? Nö. Du? Ich weiß schon ein bisschen, was passiert, aber die Clutches waren halt schon knapp so. Ja, klar. Das ist ja auch so One-on-Twos. Das ist eigentlich kein One-on-Two, weil es direkt One-on-One ist. So, ja. Nee, stimmt schon. War schon ein knappes Spiel auf jeden Fall. Hätte auf jeden Fall auch an EG gehen können. Mhm. Glücklicherweise haben wir gutes CS noch gespielt und haben eine gute T-Seite auch auf jeden Fall gezeigt. Ja, aber wir sind im Lower Bracket. Eigentlich kann man da gegen uns nicht gewinnen. Das stimmt allerdings, ja. Das ist absolut richtig. Ja, das war das Spiel gegen EG im Farnsburg Ultimate Lower Bracket. War ein sehr, sehr knappes Spiel. Glücklicherweise haben wir gewonnen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.